Purtentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Das ist alles deine Schuld, Bernard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Habt ihr Bescheid, wisst, dass ich so leise bin. Während den Cutscenes werde ich schön leise sein, damit ihr alles mitbekommt. Soweit, so gut. Sie reisen jetzt in der Zeit. Bernard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Ha, und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Oh, oh. Nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hoagie und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben sie noch? Laut meiner Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, ihr braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hoagie denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Netter Plan. Es scheint so, als hätte Dr. Fred alles verbockt. Und wir müssen unsere Freunde jetzt aus der Scheiße holen. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Ja, ich werde erstmal hier unten alles nach seinen Superbatterieplänen absuchen. Der Abfall aus diesem Gerät ist hochgiftig und kann bei Genuss Illusionen hervorrufen. Hebel. Hallo Hebel. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Papier. Es ist Dr. Freds Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Nehmen. Ich habe die Pläne. Schnell! Kommt ihr denn jetzt her? Sie zu Hoagie spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette? Nein! Durch
durch die Zeit. Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nee. Mal sehen, ob die Hieser noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi! Also der Humor ist komm schön. Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. So, wir können jetzt zwischen unseren Charakteren switchen. So, sobald Hogi die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe. Wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter. Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Ja, wie gesagt, wir können jetzt zwischen den Charakteren switchen und die Probleme, die wir für unsere, ja, die Lösung für unser Problem können wir in jeder Zeit ein bisschen herauskristallisieren und wir fangen mal in der Kolonialzeit an. Man sieht schon, die Charaktere sind alle ziemlich anders gestimmt, er ist so ziemlich locker und zieht über alles her und macht ein paar Witze. Er hingegen super intelligent, zieht auch über alles her und sie haben wir noch nicht, aber sie ist einfach nur blöd, richtig blöd. So, hier muss ich noch keinen Schnitt machen. So, sind zwar schon 20 Minuten, aber kleiner Asynchron stört jetzt nicht wirklich. So, untersuchen. Stark. Stark findet das. Ah ja. Die alten Toiletten. Jo. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. Also das waren gerade die Gründerväter, die sich ihre Verfassung ausdenken. Kommen wir aber noch zu. Und zwar ziemlich früh. So, nochmal auf die Uhr gucken. Oh, was haben wir hier? Er ist total verschmutzt. Ja, ist doch schön. Briefkasten. Echt geil. Ja, öffne Briefkasten. Brief. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Ah ja, was ist das? Dosenöffner. Echt geil. Wieso hat der einen Dosenöffner? Ne, gucken uns nichts mehr an. Bevor wir da reingehen, mache ich einen kleinen Schnitt.